Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. So, und jetzt, nachdem der Marcel Hirscher abgefeiert ist und Österreich sich in Demut verneigt hat, der einzige Politiker, der wirklich gut Skifahren kann, ja, der Tiroler SPÖ-Vorsitzende Dornauer, Georg Dornauer, in aller Munde seit Monaten. Zuerst haben sie einen unglücklichen Witz gemacht über eine grüne Abgeordnete, wo sie gesagt haben, die können sich irgendwie nicht vorstellen, die Dame in der Horizontale oder sie stellen sich lieber in der Horizontale vor als im Parlament, so irgendwie war das. Also irgendwie. Das können Sie ja dann noch detailliert erklären. Hat für eine Riesenaufregung gesorgt, hat dafür gesorgt, dass sie, glaube ich, nicht im Parteipräsidium sein dürfen, etc. Dann haben sie den Tosco-Ziel umarmt, dann hat jeder schon gesagt, da entsteht jetzt eine neue Front in der SPÖ. Dann haben sie aber, glaube ich, auch die Randy Wagner umarmt. Dann sind sie eigentlich in jeder Beziehung als der neue Senkrechtstarter der SPÖ gehandelt worden. Viele haben gesagt, man wird sie strafweise ins Verteidigungsministerium setzen, nach der Wahl, damit ihnen das Lachen vergeht, sinngemäß, weil sie einfach der lebenslustigste, aber auch frechste Politiker sind, den die SPÖ seit langer Zeit hatte. So, und jetzt ist noch ein Fehler passiert. Sie haben einem rechtsextremen Magazin ein Interview gegeben und das hat den Rudi Fussi fuchsteufelswild gemacht. Er hat gesagt, unter dem Motto, Fussi will streiten, er will mit Ihnen streiten. Was stört die daran, dass die SPÖ einen neuen Star hat, nämlich den Georg Dornauer aus Tirol? Das stört mich grundsätzlich überhaupt nicht. Also das ist, wenn so wäre, ich bin ja, du bist da froh, wenn der Sebastian Kurz glücklich ist. Also insofern ist dein Frohsein für mich kein Parameter, der irgendwie zählt. Danke, in der Frage, bitte gern. Was mich beim Georg Dornauer stört, ist ganz offen gesagt, eines hat er geschafft, fangen wir mit dem Positiven an, den Dornauer. In Tirol, glaube ich, sagen Sie Dornauer schon, den kennt jeder. Also den Tiroler Vorsitzenden der SPÖ, die sind nicht so bedeutend, dass man die kennt, ist selten. Da waren es mir noch die letzten drei Tiroler SPÖ-Vorsitzenden, fragst du, weiß ich nicht. Irgendwann war sein Vater dran. Vorarlberger Vorsitzenden weiß man auch nicht. Aber der Punkt ist der, wenn ich nackert am Goldenen Dackel herumtanze, wäre ich auch bekannt. Die Frage ist, warum ist der Herr Dornauer bekannt? Der Herr Dornauer ist bekannt, ich habe mir das angeschaut. In den letzten Monaten, ich habe nichts gefunden, also Dornauer findet jetzt, wie Wohnen leistbar wird, Dornauer findet, wie man die Klimakrise löst. Nein, der Dornauer hat ein Spiel durchschaut, nämlich dass Medien wollen, dass wenn in einer Partei gestritten wird, dann ist das eine Geschichte. Und der Herr Dornauer hat sich profiliert ständig mit der Kritik an der Parteivorsitzenden oder er hat die ausgerichtet, na, die FPÖ ist eh koalitionstauglich, nachdem sie das drei Tage zuvor ausgeschlossen hat, oder er hat gesagt, jetzt ist er für eine große Koalition. Das kann man, da gibt es ein Telefon, wenn Sie die Nummer von der PM nicht haben, ich gebe es Ihnen, das kann man persönlich machen. Und das, was Sie gemacht haben, ist letztlich Profilierung auf Kosten der Parteivorsitzenden unsolidarisch. Und deswegen haben wir gesagt, gehen wir ihm heute ein paar Tätschen, ne? Also der Fussi ist auf den Dornauer sauer. Na, sauer ist falsch. Ich glaube nur, dass es ist die schade. Die Wähler mögen ihn, weil der hat super Werte. Die Werte sind in Ordnung, der Punkt ist ein anderer. Es gibt ja den Begriff, dass der Dornauer, der Sebastian Kurz, der SPÖ sei. Ja? Alleweil. Nur der wesentliche Punkt ist der Kurz sagt immer, er macht das ohne andere anzupotzen. Und ich sage ganz ehrlich, das Anpotzen der Parteivorsitzenden schaut einfach, weil letztlich... Er profiliert sich auf Kosten der Randy Wagner, das ist dein Vorwurf. Auf Kosten der Randy Wagner und mit Aktionen wie dem Entfernen der Nelke von der Parteizentrale. Ich meine, fescher Bursch, kannst das Gesicht schon aufhängen, aber letztlich harte Diskussionen gewesen. Also, er profiliert sich auf Kosten der Randy Wagner, so da muss ich jetzt Stellung nehmen können, weil du kannst ja da nicht dauernd um und um schütten mit deinen Schmutzkübel, ohne dass der Herr Dornauer dazu Stellung nehmen darf. Bitte. Vielen herzlichen Dank, Herr Fellner. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ja, wenn man das aus der Ferne beobachtet, aus Wien, sieht man wirklich nur ja alle vier Wochen eine Negativschlagzeile über den Herrn Dornauer, der Vorsitzende der neuen SPÖ Tirol. Das Gegenteil ist ehrlich gesagt der Fall, weil diejenigen, die mich kennen, die haben mich am Ende des Tages auch gewählt, ob das in meiner tiefschwarzen Gemeinde Sellrhein war oder letztendlich auch bei den Landtagswahlen, wo ich in meiner Gemeinde auf Platz 1 für die SPÖ gelandet bin. Und demzufolge weiß auch meine Partei in Tirol, dass ich nicht alles falsch mache, dass ich die Partei in Tirol eigentlich in- und auswendig kenne.
ich bin auch kein Senkrechtstarter, das Gegenteil ist der Fall. Ich bin seit 10 Jahren in diesem Parteiapparat auch groß geworden, habe viel parlamentarische Arbeit auch gemacht. Gegen natürlich den auch eigenen das Spiel, Papa am Anfang, wie ich habe einmal kandidiert, ja? Auch, das war auf Kommunalebene, ja? Aber das ist auch schon wieder eine Zeit lang her. Aber unabhängig davon, was ich nicht orte, und das möchte ich schon feststellen, dieses Anpatzen der Parteivorsitzenden. Ja, es bindet mich eine Freundschaft zu Hans-Peter Doskozil, und das nicht nur menschlich, sondern auch politisch, weil ich einen gewissen Pragmatismus als Bürgermeister schon immer an den Tag gelegt habe. Und der Hans-Peter Doskozil, den habe ich vor rund 2 Jahren kennengelernt, in seiner Zeit als Verteidigungsminister. Und da hat er etwas ganz Besonderes gemacht. Er war nämlich einmal 2, 3 Tage bei uns sogar in Tirol. Und das haben viele Vorsitzende eigentlich auch versäumt oder Bundespolitiker aus unserer SPÖ, dass wir wirklich einmal in Tirol längere Zeit jemanden da hatten. Und da hat er auf sehr menschliche und politische Art und Weise gepunktet. Und das nicht nur bei mir. Pamela Rendi-Wagner hat in einer sehr schweren Stunde eigentlich die Sozialdemokratie in Österreich übernommen. Und ja, wir haben einen gemeinsamen Start gehabt. Wenige Tage nach meiner Designierung war der Bundesparteitag und da waren diese ganzen Kalamitäten, die was Sie vorhin nochmal ins Treffen geführt haben. Sie gesagt haben, Sie wünschen sich die Grüne lieber in der Horizontal. Genau so habe ich es nie gesagt. Ich habe das genau gesagt, sagen Sie mir es da einmal genau. Das Zitat habe ich schon so viel erholen. Sie stellen sich die Frau lieber in der Horizontale. Unabhängig davon haben wir da keinen ganz fraktionsfreien Start gehabt. Allerdings habe ich Verständnis für Sie gehabt in dieser Zeit als Parteivorsitzende, als Neue. Und deswegen haben wir allerdings nach wenigen Wochen bereits ein sehr gutes Verhältnis. Und ich habe die Telefonnummer von unserer Pamela und das funktioniert sehr gut. Und sie war letzte Woche bei uns in Tirol. Und das waren sehr angenehme und sehr politische Stunden. Und da kommt sie wahnsinnig gut an. Es haben viele Umarmungen stattgefunden für Fotografen. Ja. Die Frage ist, passt zwischen Sie und die Rendi-Wagner ein Blatt Papier oder passen da Abgründe dazwischen? Definitiv nicht. Ich glaube, dass wir eine Bundesparteivorsitzende haben, die ein hohes Maß an Authentizität an den Tag legt, eine Sauberkeit, eine Ehrlichkeit. Und das ist genau das, was wir derzeit vermissen in dem politischen System. Man entschuldige, nach 17 Monaten Schwarz-Blau, Bescher und sagt vergangene Woche in aller Deutlichkeit möglicherweise die größten Kriminalfälle der Zweiten Republik, was auf uns zukommen. Naja, wenn das die Ernte ist nach 17 Monaten Regierungszeit, glaube ich, dass sich genau die Menschen jetzt so eine Politikerin also, Sie wünschen. Sie sind jetzt ein Rendi-Wagner-Fan. Ich bin ein Vom Fan. Vom Saulus zum Paulus, wie man so schön sagt. Ich bin ein ganz braver Bauer. Ja, ja. Unabhängig davon, die Sozialdemokratie muss jetzt diese Geschlossenheit an den Tag legen und das tue ich sehr gerne und aus tiefer Überzeugung, weil ich glaube, dass sie nicht nur von Tag zu Tag jetzt auch stärker geworden ist, sondern dass sie tatsächlich diese Antwort darstellt. Ich glaube, die deutschen Freunde würden sich so eine Frau an der Spitze der SPD wünschen. Wir haben sie in Österreich. Wir sind diesmal die Avantgarde. Wir gehen mit einer stolzen und mit einer sehr geeigneten Frau in diese Wahl. Und deswegen bin ich guter Dinge. Gut. Der Fussi glaubt das oder nicht? Ich glaube, dass die Deutschen sich tatsächlich freuen würden, wenn sie eine herzigere Kandidatin hätten. Aber die sind so kaputt, dass es nicht zählt. Ich finde, ich möchte nur das nicht durchgehen lassen, wenn man sagt, naja, man hat sich da eh zusammengerafft, weil der wesentliche Punkt ist der. Sie haben völlig richtig angesprochen, diese Skandale unter Türkisblau. Jeder hat gewusst, wenn die FPÖ in die Regierung geht, nach dem Motto Oppositionsbank, Regierungsbank, Anklagebank, wo diese Herrschaften sich wiederfinden, weil die natürlich immer Bedürfnis haben, sich am Staatseigentum zu bedienen. Das ist nichts Neues. Umso erstaunlicher finde ich es dann, ich meine, der Sebastian Kurz sagt immer, er war so arm und musste das so dulden, man hatte fast Mitleid und möchte mal Kinderschokolade kaufen. Aber bei Ihnen ist das Problem, Herr Dorner, dass Sie erst bis zu vor einer Woche, glaube ich, keine Koalition mit der FPÖ ausgeschlossen. Und dann die Begründung habe ich sehr interessant gefunden. Sie haben nicht gesagt, wegen der Inhalte. Sie haben nicht gesagt, weil das teilweise Leute sind, die mit dem Narzissmus, dem Neonazismus, ein richtiges Problem haben. Sie haben gesagt, ob am heutigen Tag keine Koalitionsmöglichkeit, weil ich weiß ja nicht, mit wem ich dort reden soll. Das unterstelle ich einmal, wenn Sie wissen täten, mit wem Sie dort reden, dann war das ein fähiger Koalitionspartner. Ich meine, da muss man ein wenig, das hat nichts mit West und Ost zu tun, aber da muss ein bisschen Gespür führen. Das Gespür, glaube ich, habe ich insofern, weil ich der festen Überzeugung war, dass wir rund um diesen Kriterienkatalog, um den vielbeschworenen, viel zu lange herumgetan haben. Das hat die Leute nicht mehr interessiert. Und ja, dieses kategorische Ausschließen einer demokratisch legitimierten Partei habe ich immer als taktisch wenig klug empfunden. Und das habe ich gesagt. Ich glaube, dass wir diesen Zusammenhalt, den die FPÖ bis zum heutigen Tag an den Tag legt letztendlich und der sie auch stärkt und nicht abstürzen lässt in den Umfragen, dass das genau mit dem resultiert, dass immer diese Opferrolle mit uns will eh keiner, dass sie von dem profitiert haben. Deshalb, also deswegen meinen, habe ich das immer kategorisch gesagt. Die Ausgrenzung der FPÖ, die Franitzky-Strategie ist ein Fehler. Das war damals begründet, 1986, völlig nachvollziehbar nach der Übernahme. Aber heute ist es ein Fehler, die Ausgrenzung der FPÖ.
es war, glaube ich, schon lange Zeit ein Fehler, weil wir uns auch, sage ich jetzt einmal, sang- und klanglos der ÖVP ausgeliefert haben. Ich wollte einmal allein diese Alternative in einem lebendigen Parlamentarismus, und das hat jetzt zuletzt in den letzten Sitzungen auch sehr gut funktioniert. Allerdings, man muss die Situationen schon ab und zu neu bewerten. Und das hat Doskozil genauso gesagt, wie das jetzt auch bestätigt. Nach diesen Ereignissen, was da offenkundig geworden sind, bis zum heutigen Tag hin, muss man einfach sagen, ist diese Partei kein fähiger Regierungspartner, kein Koalitionspartner. Meinen Sie jetzt Ibiza oder Hausdurchsuchung beim Strache? Es ist mittlerweile die Fülle an Ereignissen, aber genau das ist es. Und letztendlich schafft es die FPÖ bis zum heutigen Tag nicht, sich von diesem rechten Rand zu distanzieren. Machen Sie logischerweise nachvollziehbar und ganz bewusst. Und deswegen ist es unterm Strich eigentlich schade, dass das dieser Partei nicht gelingt, weil, wie gesagt, ausliefern einer ÖVP will ich mich weder im Land Tirol noch auf Bundesebene. Das ist leider Gottes die typische Perspektive so mancher SPÖ-Altvorderer. Meistens sind das die Älteren, sie sind ja einer der Jüngeren, sie sind ja sogar jünger als ich. Also insofern sei mir der Ratschlag erlaubt. Es hat nichts damit zu tun, dass irgendwer in der sozialdemokratischen Partei jede FPÖ ausgegrenzt hätte, sondern die FPÖ hat sich durch ihr unmögliches Verhalten, das unklare Verhältnis zum Nationalsozialismus und letztlich durch das Vorgeben, für den kleinen Mann zu stehen, aber in Wahrheit Politik für die Reichen dieses Landes zu machen, selbst aus dem Spiel genommen. Das heißt, die haben sich selbst ausgegrenzt und alle anderen müssen sich, so wie in Deutschland jetzt mit der AfD, abgrenzen. Und der wesentliche Punkt ist ein anderer. Wenn eine Partei dich ernst nehmen soll, einen Bundesparteitagsbeschluss hat, der noch immer gültig ist im Übrigen, wo es heißt, keine Koalition mit der FPÖ. Dann kommt der erste D daher, der Herr Doskozil im Burgenland, und sagt, ja, mir legt's am Arsch, das mache ich trotzdem. Dann kommen Sie ja sagen, drei Tage nach dem Interview, wo die Rente endlich einmal ausschließt und sagt, mit dieser Ibiza-FPÖ keine Koalition. Gehen Sie her, na ja, gut, wenn man weiß, wo man anrufen muss, schwierig. Mir geht es um was anderes. Wissen Sie, diese Jammerei, man ist dann alleine und ist erpressbar. Wissen Sie, woran das liegt? Weil die SPÖ und die Sozialdemokratie in einer vernichtend schlechten Position liegt. Völlig in der Bedeutungslosigkeit in manchen Bundesländern verschwindet. Im Westen sowieso, in Salzburg und Österreich ist es nicht besser. In der Steiermark haben wir es verschenkt. Damals der Franz Wobes den Landes, hat man eine Erbsünde. Und ich sage Ihnen, was die Vorwärtsstrategie wäre. Warum sagt die SPÖ nicht an, man kann eine Koalition mit der ÖVP verhandeln, aber nach diesen Methoden, die der Sebastian Kurz gezeigt hat, nicht mit Sebastian Kurz. Die Eier hat man nicht und die Eier hat man auch nicht zu sagen, wir wollen eine Reformregierung, Rot-Grün-Neos. Weil eines was zum Abschluss sagt, ganz kurz, was Sie vergessen, Herr Dorner, weil das mag auch der Jugend geschuldet sein, der Punkt ist der, diese Entwicklung, unter der wir leiden, dass Werte, die der Sozialdemokratie immer wichtig waren, Solidarität, Menschenrechte, Gerechtigkeit, das hat sich seit 86 unter Haider begonnen zu drehen. Heute hast du mehrheitlich die Leute, die sagen, naja, gut, ist kein Problem, müssen wir dem Ausländer was wegnehmen. Also. Und das kannst du nicht drehen mit einer Wahl in 5 Jahren oder in 10 Jahren, das wird Zeit brauchen. Und da sind Sie einer, der das eher verunmöglicht, leider, weil Sie so tun, als könnte man mit der FPÖ koalieren. Also, der spannende Punkt vom Fuß ist, warum haut sie euch nicht stärker in diesen Wahlkampf ein für Rot-Grün-Pink? Es fehlen 3% im weitesten Sinn. Warum kämpft sie nicht mehr für eine echte Wende in der Republik? Sonst schwanzelt sie da irgendwo bei der FPÖ und bei der ÖVP. Also. Schauen Sie, echte Wende kann es immer geben, sobald die Sozialdemokratie wieder mitregiert. Das glaube ich. Ich kenne die Parteien Neos und Grün aus dem Tiroler Landtag und da weiß ich genau, was weitergeht, nämlich genau gar nichts. Die Grünen sind in Tirol seit 6 Jahren, haben eine Regierungsverantwortung inne. Und was passiert? Wir haben jährlich noch mehr LKW über unseren berühmten Brenner und es passiert genau gar nichts. Also die Klimawende, über die sprechen sie zwar, aber schaffen und bewältigen werden es die Grünen definitiv nicht. Deswegen sie ist ja auch nicht zwingend als Regierungspartner. Bei den Neos siege teilweise einfach diametrale Unterschiede zwischen unseren Parteiprogrammen. Da wären wir vielleicht im Bildungsprogramm noch am ehesten d'accord, aber viel Gemeinsamkeiten orte ich da nicht, weil ein Bekenntnis der Sozialpartnerschaft wird es da von den Neos genauso nicht geben. Und deshalb glaube ich eben, wenn eine moderne, progressive Sozialdemokratie gemeinsam mit den vernünftigen Kräften in der österreichischen Volkspartei eine Neuauflage dieser ach so ungeliebten Koalition machen würde und ein lässiges Programm für die nächsten 5 bis 10 Jahre vorlegt, dann glaube ich sehr wohl, dass das dieser Republik gut tut. Und deswegen habe ich das auch ganz offen gesagt. Das war ja eine mutige Ansage von Ihnen. Den Sebastian Kurz kann ich nicht in Frage stellen. Er ist derzeit der gewählte Obmann der noch stärksten Partei in Österreich. Und das wäre mir wohl oder übel akzeptieren. Aber Sie haben gesagt, Sie wollen eine türkis-rote Regierung, richtig, am liebsten mit der Rendi als Bundeskanzlerin. Aber wenn sich das nicht ausgeht, soll die SPÖ trotzdem in eine Koalition mit dem Kurz gehen und dort wichtige Ressorts besetzen. Selbstverständlich. Warum bitte? Weil die Sozialdemokratie nicht dafür da ist, schriftliche Anfragen an irgendwelche Ministerien zu stellen, weil wir hoffentlich die Antworten haben.
Der Fussi wird mir recht. Schickt ihn nicht. Der Fussi wird mir, nein, nein. Erstens haben wir jetzt einmal die Programmpunkte schon dargelegt. Wir haben das präsentiert. Wenn mich heute mein Gemeindemitarbeiter darauf anspricht, dass er sagt, du entschuldige, aber ein paar lässige Themen habt ihr jetzt schon. Man tut sich direkt schwer. Wahrscheinlich schaut das ganz gut aus für die SPÖ. Und da merke ich schon, dass wir wirklich auch wieder unten ankommen. Wo sind die lässigen Themen? Ob das die Vier-Tage-Woche ist, ob das eine 35-Stunden-Woche ist, ob das einfach sichere Pensionen sein, ob das dieses Thema ist, 45 Jahre sind genug. Ich bin Bürgermeister, ich weiß, wie es an Gemeindearbeiter geht. Im Alter von 60, 61, 62 Jahren, der ist einfach müde, der hat nicht mehr diese Kraft. Der freut sich sehr wohl auf eine Pension, aber nicht eine Pension mit 900 Euro, sondern von einer, der er leben kann. Und wenn er spürt, dass das die Sozialdemokratie garantiert, dann will er uns auch. Aber ja, was soll die Sozialdemokratie garantieren, Herr Dornauer? Weil letztlich muss man ehrlich sein. Ich erinnere mich an die Zeiten unter Faymann, unter Gusenbauer, unter Klima, unter Franitzky. Ich weiß nicht, wie lange die Sozialdemokratie sagt, man muss von einer Vollzeit damit leben können, Wohnen muss leistbar sein, die beste Pflege für alle, keine mehr Klassenmedizin. Die Realität ist, es gab unter Zeiten der SPÖ-Regierungsbeteiligung der letzten 30 Jahre, es gibt eine mehr Klassenmedizin. Wir haben eine Altersarmut, die sich gewaschen hat bei den Jungen, wie in unserem Alter, wir kriegen keine 2000 Euro Pension. Das glaubt ja niemand mehr. Und letztlich, letzter Satz, Wolfgang, bevor du die Frage gestellt. Ich glaube, wenn Sie tatsächlich dafür sind, dass man unter Sebastian Kurz in der Regierung geht, dann habe ich einen Vorschlag, dann ziehen wir beide wieder einen Anzug an, so wie heute. Aber wir nehmen beide schwarze Krawatten, weil das ist dann eh sozusagen das Begräbnis der Sozialdemokratie gleichzeitig. Weil was glauben Sie ernsthaft, soll man durchsetzen in dieser Koalition? Erbschaftssteuer, Vermögensteuer, mein Problem ist, die SPÖ wirkt wie ein Wahlverein, wo die Grundsätze vor der Wahl getrommelt werden und dann einmal da der Macht geopfert werden. Und das, was Sie empfehlen, führt genau dazu. Dann können Sie die schwarze Krawatte nehmen. Ich sage eher, Sie sind jung, bauen Sie ein bisschen was auf, machen Sie weniger Fehler, reden Sie oft dann, ich glaube in der ÖVP gab es immer den Ratschlag, Hände vor den Goschen halten, in unserem Alter kann man den auch mal beherzigen, dann passt das schon. Das aber bitte nicht in eine Koalition. Ich komme gern. Warum soll die SPÖ in einer Koalitionsregierung ausgerechnet mit Sebastian Kurz und der ÖVP besteht nicht die Gefahr, dass ihnen der die Unterhosen auszieht? Und was soll sich dann ändern? Nein. Tatsache ist, dass wenn wir in eine Koalition gehen würden, dass das, wie ich bereits erwähnt habe, der Republik gut tun würde. Das sage nicht nur ich, das sagen ja auch andere Landesparteivorsitzende, beispielsweise Landeshauptmann Kreis ist der festen Überzeugung, Tosko Ziel sagt das genauso. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das für die Republik jetzt wichtig ist. Es war damals wichtig, diese Regierung abzuwählen mit dem Misstrauensantrag. Hat uns auch keine Röslein beschert. Haben wir nicht gut erklärt, gebe ich zu. Leider, jetzt sind die Leute draufgekommen, dass das recht angenehm über die Sommermonate war, diese Cool-Down-Phase mit einer normalen Regierung, Beamtenregierung, das funktioniert sehr gut und wir sehen, dass da einiges auch aufgeklärt wird. Und deswegen glaube ich, dass wir diese Neuauflage von Schwarz-Blau und man billiger wie es die FPÖ gibt es jetzt überhaupt nichts mehr, glaube ich, an diesem politischen Markt, müssen wir Schwarz-Blau verhindern, weil sonst hast du wirklich, unser Weg hat erst begonnen. Also, und wo der hinführt, haben wir jetzt gesehen. Er will Schwarz-Blau verhindern und zwar aktiv, indem er eine türkis-rote Regierung vorschlägt. Das war eine starke Ansage in der ersten Runde. Kurze Werbepause, dann kommt Runde Nummer 2. Wir sind gleich wieder da. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. So, spannender Abendtalk zwischen Rudi Fussi einerseits und Georg Dornauer andererseits. Wird es ein paar geben, die noch fragen, wer ist der Georg Dornauer? Es gibt nicht mehr viel, aber ein paar. Der Georg Dornauer, Dornauer Schorsch, wie man so schön sagt, ist Tiroler. Wahrscheinlich der einzige Spitzenpolitiker in Österreich, der Skifahren kann, um bei Marcel Hirscher zu bleiben. Aber man könnte auch sagen, so etwas wie das lockere Mundwerk der SPÖ, er lögt immer gegen den Parteistachel. Wann gerade die Frau Rendi-Wagner glaubt, sie hat das Ärgste überstanden, kommt der Dornauer daher und tritt voll ins nächste Fettnäpfchen. Aber das führt dazu, dass er immer populärer wird in Tirol und dass er jetzt eigentlich als Jungstar in der SPÖ gehandelt wird. Und viele schon sagen, strafweise kriegt er nach der nächsten Wahl das Verteidigungsministerium, damit ihm das Lachen vergeht. Okay. So, Herr Dornauer, Sie haben ja ein paar Mal ziemlich auf den Tisch gehauen in dem Wahlkampf. Und zwar so, dass es die Frau Rendi-Wagner nicht wirklich gefreut hat. Die hat sich ja sogar aus dem Parteipräsidium rausgehauen. Haben Sie das auch getan, weil Sie irgendwie gespürt haben, in der Partei geht so wenig weiter und die Partei schießt diesen Elfmeter, der dieses Ibiza-Video war, eigentlich nicht ins Tor, sondern eher ins Seitenhaut?
Das muss ich chronologisch ein bisschen aufarbeiten, ja. Herr Fellner, wenn ich das bei dieser Gelegenheit tun darf. Es war nämlich so, dass am Freitagabend dieses Ibiza-Video bekannt wurde und am Samstag mich die Parteichefin telefonisch kontaktiert hat und gesagt hat, bitte komm morgen zum Bundesparteipräsidium, weil es ist jetzt in dieser Ausnahmesituation für die gesamte Republik wichtig, dass die Sozialdemokratie geschlossen an einem Tisch sitzt. Sie will alle neuen Landesparteivorsitzenden in Wien haben und beraten, Sie eigentlich wie wir weitergehen. Verbot hatten. Gut, ja, okay, ja. Habe ich Verbot gehabt, wurde aufgehoben und mittlerweile bin ich fast einstimmig, glaube ich, gewählt worden in das Bundesparteipräsidium, und dann ist was so wie passiert. Das immer Usance war. Dann ist was passiert. Dann ist Folgendes passiert, dass wir in den nächsten Wochen sehr viele Präsidiumssitzungen hatten, gerade rund um den Misstrauensantrag herum. Und dass, aber keine Strategie. Dass Pamela, na, keine Strategie kann man jetzt auch nicht sagen, dass Pamela Rendi-Wagner, glaube ich, auch erkannt hat, dass ich nicht nur in Tirol eine hohe Schlagzahl an den Tag lege, dass ich eigentlich im direkten Gespräch ein durchschnittlich vernünftiger Bursche bin, mit dem man eine Politik machen kann. Und deswegen verstehen wir uns bis aber zum heutigen Tag. Aber Sie hauen halt auf den Tisch, nicht? Und Sie geben heute halt dann ein Interview. Ja, das muss man in Tirol bis auf den Tisch haben. Wir haben eine ÖVP von 45% seit 1945 regiert, diese stockkonservative ÖVP in Tirol. Und da muss man ein bisschen Kante zeigen, wenn man nicht nur mitschwimmen will. Und da wenn ich halt immer brav jeden, nur ein paar Presseaussendungen verschicke, dann gibt man dann auch jedem ein Interview, selbst wenn das ein rechtsextremes Blattl ist, als SPÖ-Mann. Das war ein Fehler, das habe ich eingeräumt, aber das habe ich auch erklärt. Herr Fellner, ich telefoniere als Bürgermeister, Clubobmann, Parteichef, Jagdleiter, da ja Jagern auch noch. Ja. Telefoniere ich bis zu 70 Tage. Für 70 Telefonate führe ich am Tag und dann hat mich wirklich am späten Nachmittag, der hat das hundertprozentig gesagt, Info direkt, Scharfmüller, aber allein wenn du einen Scharfmüller hast, müsst ihr eigentlich elektrisieren, aber bitte, ob ich ihm drei Fragen beantworten kann zu der abgelaufenen Regierung Schwarz-Blau. Nachher mache ich das in meiner Show wie allen Art, wie immer, sage ich selbstverständlich, weil ich habe nicht 7 Pressesprecher um mich herum, ist vielleicht auch einmal fein, das darf man auch erwähnen, dass man nicht um 7 Ecken den Herrn Donau erwischt, sondern im direkten Gespräch, das wissen ihre Mitarbeiter. Und der fragt mich zu der 48-Stunden-Woche, zum Familienbonus und natürlich die leidige Frage FPÖ. Hab das beantwortet, aber aufgelegt, hab gesagt, alles Gute in der schönen Tagel. Und dann dreht der Fussi durch, zu Recht und dann zu Unrecht. Aber genauso wohl. Und durch den geht's gar nicht, das war die Reaktion von Herrn Dornau, die mich massiv gestört hat, nämlich, dass er gesagt hat, was wollt ihr, ich hab da ein Interview gegeben und sozialdemokratische Inhalte vertreten, bis dann sozusagen die Keule aus Wien kam, die bis nach Tirol gereicht hat und damit drauf am Blutzer und fertig war's. Hätte ich als Parteivorsitzender auch gemacht, da waren wir im Sommer nämlich Skifahren gegangen. Weil wenn jedes Mal einer reingrätscht, wenn gerade die Partei sich erholt, das geht nicht. Der Punkt ist aber der... Aber das glaubst du mir, Fussi, dass das nicht meine Intention war, vergangenen Montag glaub, so in die Woche zu starten? Das glaube ich. Nein, ich glaube was ganz anderes. Er macht immer dann die Partei kaputt, wenn es nach oben geht, und zwar gemeinsam mit Doskozil. D und D ist dein Vorwurf. Das gibt die drei Ds, ne, trotz der Doskozil Dornauer wurde gespielt in den Medien. Ich sage Folgendes. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo die Sozialdemokratie in meinem Heimatort Fonsdorf in der Steiermark eine bedeutende Bewegung war, war ein bergerweiter Dorf. Mein Vater hat in der Jugend als Schriftführer in der jungen Generation kandidiert und hat dann Gegenkandidaten gehabt. Heute gibt es die junge Generation nicht mehr. Heute hast du eine Situation, wir haben so wenig Leute, die bereit sind, in die Politik zu gehen. Ein August Wöginger zum Beispiel wäre in die 80er Jahre nicht einmal Schriftführer vom Oberösterreichischen Arbeitnehmer- und Angestelltenbund in der ÖVP geworden. Und ich glaube auch nicht, dass Sie Parteivorsitzender in Tirol geworden sind. Ganz ehrlich, weil es weniger Leid gibt. Ganz ehrlich, ich habe 100 Kilo. Ich weiß, dass ich bei einem 100-Meter-Lauf, wo es darum geht, wer schneller ist von uns zwei, keine Chance hätte. Also probiere es gar nicht zu laufen. Ich weiß, wo meine Grenzen sind. Ich glaube, dass Sie ein total engagierter junger Bursch sind, sehr viel Testosteron, sehr viel wollen, sehr viel machen. Und oft ist halt die Zungen oder das Testosteron schneller als das da oben, wo es einem sagt, das machst du besser nicht. Und das wird, auch wenn es nicht absichtlich ist, das ist unbestritten so, dass das ein Problem für die Partei ist. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist ein Problem. Also der Dornau ist ein Problem für die Partei. Es waren beim Wahlkampfauftrag der Dornau 80 Leute. Wenn ich jetzt schreibe, geht es um Wirschelstand in 2 Stunden, nachdem ich mit Ihnen fertig diskutiert habe, stehen mehr als 80 Leute dort wahrscheinlich und wollen mit mir diskutieren. 80 Leute. Ja, dann sagen Sie nicht, dass die ganze Partei geschlossen hinter Ihnen steht und alles super läuft. Das stimmt ja nicht. Ich bin in die Ortsorganisationen draußen. Ich war in meinen Bezirksvorständen die letzte Woche drinnen. Da sind die Pensionisten genauso wie die jungen Leute. Gott sei Dank ist da mal ein bisschen was los. So schaut das aus. Aber ist das Problem, dass ihr in Wahrheit in den Bundesländern und in Tirol ganz besonders kaputt seid? Ja, sicher, im Westen einen schweren Boden. Wir liegen derzeit bei 17%, aber, und da habe ich auch kandidiert bei der letzten Landtagswahl, haben wir zumindest 3% dazugewonnen und sind immer noch die zweitstärkste Partei im Tiroler Landtag. Mein Ziel, mein Wunsch ist es, dieses Potenzial von 25% bis zu 30%, und das haben wir, hatten schon Umfragen, ebenfalls unter Schwarz-Blau, damals 2002, 2003, da waren wir bei rund 27, 28%, und dieses Boulevard, dieses Potenzial, das möchte ich ausloten, und da muss ich ein bisschen in die
Breite. Und ich wollte es vorhin schon sagen, da nutzt es mir nichts, wenn ich nur brav die Presseaussendungen verschicke, einmal die Woche oder was auch immer, oder den Parteisprech prolongiere, da werde ich wahrscheinlich nicht in die Breite gehen. Aber nur gegen die eigenen, warum gehen sie nicht her? Und attackieren den Kurz, attackieren sie den Strache, attackieren sie den Hofer, attackieren sie den Kickl. Sie haben immer ein Ziel, das ist die Frau Rendi Wagner. Ich weiß nicht warum, woher kommt das, da muss ich was sein. Das ist ja nicht normal. In welchem Medium attackiere ich die Frau Rendi Wagner? Entschuldigung, die Frau Rendi Wagner ist am Sonntag hinausgegangen in den Bundesländerzeitungen und hat gesagt, mit dieser FPÖ ist keine Koalition möglich. Ja. Drei Tage später sind sie im Kurier und sagen, so kategorisch sehe ich das nicht. Jetzt entweder ist es Naivität oder es ist bewusste Sabotage. Und beides eignet sich nicht für das Amt des Landesparteivorsitzenden in aller Offenheit. Schauen Sie, glauben Sie, jetzt haben Sie die Situation der Tiroler SPÖ so ganz genau beschrieben. Glauben Sie wirklich, dass wir so ein Personalbouvard haben oder dass ich so wenig Verantwortung hätte oder habe, dass ich einfach diesen Vorsitz da abgebe? Das Gegenteil ist der Fall. Aber Sie wir haben einen guten Nachfolger. Wir haben noch ganz viel vor. Nein, den gefällt du Ihnen nicht, Herr Fussi, den werde ich den anderen auch nicht tun. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben viel vor und das spüre ich. Und jetzt mag ich den Kollegen leider nicht zitieren. Unser Weg hat erst begonnen. Sie sind ein Kämpfer. Sie sind ein Kämpfer. Ein sturer Hund. Ja, mit Sicherheit bin ich ein Kämpfer. Ich bin in einer tiefschwarzen Gemeinde, bin ich roter Bürgermeister geworden. Gratuliere. Und deswegen prolongieren den Weg, weil man der recht und gibt. Und jetzt wollen Sie in einem tiefschwarzen Land Tiroler Landeshauptmann werden vielleicht. Jetzt oder Minister. Schauen wir mal. Das wäre ja zu wenigstens. Sie haben vorher gesagt, zwischen Rendi Wagner und Sie passt kein Blatt Papier. Nein. Die mögen Sie jetzt, oder wie? Selbstverständlich, die respektiere ich, die mag ich, weil sie einfach eine ausgezeichnete, tolle Frau ist. Also Sie waren am Anfang sehr kritisch der Dame gegenüber. Nein, ich sage Ihnen so, Wahlen gewinnt man, wenn man sympathisch ist und kompetent. Und ich glaube, dass sie beide Faktoren an den Tag legt. Sie ist eine unglaublich sympathische Frau, wenn man sie unmittelbar kennenlernt. Und glaube ich, das sieht man jetzt auch in den Medien, bei der Vielzahl an Diskussionen, das werden die Menschen noch erkennen. Und dass sie hat ein hohes Maß an Kompetenz. Sie waren heute am Anfang ein bisschen skeptisch, ob sie Politik kann. Diese Skepsis haben Sie abgelegt. Sie sind jetzt ein Fan. Selbstverständlich war ich ein bisschen skeptisch. Ich weiß ja noch, wie sie Christian Kern damals als Gesundheitsministerin rekrutiert hat. Ja, sie ist eine absolute Fachexpertin und Fachfrau damals gewesen. Heute ist sie Parteivorsitzende der stolzen Sozialdemokratie. Das ist ja nicht nichts. Ich meine, der Fussi kennt die Partei auch relativ gut, glaube ich, und wird man das bestätigen können, das ist nicht ganz ohne. Und deswegen weiß ich ungefähr, wovon ich spreche, weil ich diese Partei auch sehr gut kenne. Was ist das Gute an Rendi Wagner? Die Ehrlichkeit, die Authentizität, diese saubere Politik, was sie machen will. Und solche Machenschaften wird es bei dieser Frau nicht geben. Als Primus inter pares, so einer Regierung wird sowas nicht geben. Oder glauben Sie wirklich, diese Hausdurchsuchung heute beim Steierfuchs, dass da der Herr Sebastian Kurz nichts gewusst hat? Also das erzählt mir keiner. Da haben Sie völlig recht. Ich finde, dass Sie völlig recht haben, Herr Dorner, wenn es darum geht, dass man Politik möglichst machen sollte, authentisch, möglichst sympathisch und anständig. Da haben Sie völlig recht. Aber da muss die Frage erlaubt sein, warum Sie es dann anders machen. Weil wenn Sie eben die grüne Abgeordnete sagen, die will man nicht in der Horizontalen vorstellen, ist das sympathisch? Was heißt ganz alt? Das war in dem Jahr, das war vor 2-3 Jahren. Also was ist da ganz alt? Die Frau Salomon vom Kurier sagt letzte Woche in der Zeit im Bild 2, so wie die Frau Rendi Wagner ausschaut, ist sie sowieso ein Salatplatteln. Wenn ich dasselbe Zitat sage, dann habe ich 3 Tage einen Sexismus-Skandal, beziehungsweise halte ich das auch an Johann. Wenn Sie so einen Satz als Landesparteivorsitzender sagen würden, wäre es... Die Grünen. Aber ganz ehrlich, es wird einen Unterschied geben in der Bewertung von Politikern und Journalisten. Das, was Salomon gesagt hat, ist unter jeglicher Würde, unter jeglicher Kritik. Aber zurück zum Sympathischen. Ich finde es nicht sympathisch, wenn Sie eben mit Rechtsextremen reden, aber wenn das passiert. Ich finde es auch nicht sympathisch, wenn man selbst sich so nach vorn stellt, eben mit dem Bild auf der Parteizentrale. Ich finde es nicht sympathisch, dass man die Parteivorsitzende kritisiert. 1998 wurde die Rose plakatiert, genau auf dieser Fassade, die was Sie jetzt ins Treffen geführt haben. Ich habe mit dem damaligen Vorsitzenden ein Telefonat geführt, das war der Herbert Brock. Der Herbert Brock war damals in London, New Labour, und hat diese neue Rose implementiert. Wissen Sie, was es gegeben hat? Aufschrei in der Partei, Aufschrei, weil er die rote Nelke mit der roten Rose ausgetauscht hat. Ja, heute hat niemand mehr gewusst, dass dieses vergilbte Plakat überhaupt noch da oben hängt. Und ja, wir haben temporär personalisiert, ich glaube, das darf ich meinem Parteimanagement attestieren und zugestehen, war vielleicht falsch kommuniziert heute im Landesparteivorstand oder letzte Woche wurde mir gesagt, hätten Sie es gewusst, hätten Sie nicht negativ reagiert. Sind Sie bewusst am rechten Flügel der SPÖ, kann man das so sagen? Schauen Sie, ich bin viel
tagtäglich, bevor ich mich in die Landespolitik und in die Bundespolitik stürzen darf, bin ich in meinem Gemeindeamt. Mir hat bis zum heutigen Tag noch kein einziger Bürger gefragt, Dornauer, bist du links oder bist du rechts, weil er will, dass es einen Kinderbetreuungsplatz gibt, dass die Daseinsvorsorge passt, dass wir öffentliche Personennahverkehr haben, dass meine Gemeinde halbwegs benannt ist, dass die Schule funktioniert. Und das ist weder links noch rechts. Da mache ich einfach eine normale, vernünftige Politik für die Menschen. Wollte Sie gerade fragen, wie muss die SPÖ ausschauen, Ihrer Meinung nach? Was müssen die großen Themen sein? Wie muss sich die Partei reformieren, dass sie wieder Erste wird? Ich glaube, Sie ganz richtig geschrieben. Ja, man muss um 3 in der Früh aufwachen und man muss wissen, die SPÖ steht dafür, dass jeder Mensch ein gutes Leben verdient am Ende des Tages und nicht irgendwo mit 700 Euro abgespeist wird, beziehungsweise die berühmte Alleinverdienerin nicht mehr weiß, wie sie durchkommt ab dem 20. Und wenn diejenige Frau dann weiß, dass die Sozialdemokratie für sie da ist, dass sie die 2 Kinder in eine ganztägige Kinderbetreuung geben kann, Kinderbildung und Kinderbetreuung in einen Gratis-Kindergarten, wo sie nicht auch wieder ein Negativgeschäft hat, weil sie es sich nicht leisten kann, dass man funktionierende Volksschulen haben, dass wir eine gemeinsame Schule haben, wo wir eine Chancengleichheit haben, dass wir nicht sagen, jeder ist seines Glückes Schmied, wie es übrigens der Herr Blümel sagt. So was ist für mich rücktrittsreif, weil nicht jeder seines Glückes Schmied ist. Können Sie gerne beide gehen, also mir stört das nicht. Letzte Frage, bevor wir dann den Fussi zur Schlussrunde antreten lassen, aber das interessiert mich schon auch noch sehr. Was müssen denn sozusagen Ihre Ansagen in dem Wahlkampf sein, damit die SPÖ jetzt noch nach vorne kommt? Warum bewegt sie nichts bei der SPÖ? Warum ist die noch immer bei ihren 22-23%? Und gilt der Kernsatz, hochgewinnen wir das nimmer? Das rezitiere ich sicher nicht, der Punkt 1. Punkt 2, glaube ich die Umfragen mittlerweile nimmer, weil ich diesen Positivtrend sehr wohl orte. Also wir in Tirol orten Sie. Sowohl in Tirol als auch auf Leer. Das ist halt mein unmittelbarer Politraum, sage ich jetzt einmal so. Ich glaube, dass wir in den Umfragen besser liegen, als das derzeit zum Ausdruck gebracht wird. Ich glaube, dass die nächsten 3,5 Wochen für einen Herrn noch sehr lange dauern. Das ist der Herr Sebastian Kurz und ich glaube, dass wir in dieser Zeit sehr gut punkten können. Es war ähnlich im 2017er Wahlkampf, du warst unmittelbar dabei. Ja. Und deswegen glaube ich, dass wir da sehr wohl realisieren können. Und die Ansage muss sein, und das wünsche ich mir schon, dass wir ganz bewusst regieren wollen. Ich wiederhole mich, regieren wollen, weil das dem Land gut tut. Und ich glaube, die Menschen freuen sich darauf. Und glauben Sie wirklich, dass die Randy Wagner noch Erste werden kann in diesem Wahlkampf? Nein, das wird jetzt irrelevant sein, ob man jetzt oder da 30% oder 32%. Oder Beleidigung ihrer Intelligenz? Na, ja, man muss ein bisschen realistisch bleiben. Also, so viel habe ich auch studiert. Man kann in einem Wahlkampf, sagen wir mal, zwischen 3 und 4 Prozentpunkte aufholen. Man kann auch 3, 4, 5 Prozentpunkte verlieren. Und diese Umfragen oder diese Ergebnisse, wie wir jetzt in Sachsen und Brandenburg gesehen haben, die waren auch nicht unbedingt ja, ganz so. Da haben sie mehr. Da hat ja die SPÖ über 10% aufgeholt, nicht in Brandenburg sogar. Ja. Ist das möglich? Mit einem starken Finish ist alles möglich. Also ich kandidiere immer, um zu gewinnen. Und ich wünsche unserer Pamela Randy Wagner viel Kraft und sie hat meine volle Unterstützung. Also das und dann ist Ihre Ansage, und dann kein Türkis-Blau, sondern dann machen wir Türkis-Rot, damit dieses Land verändert wird. Wenn es mir noch geht, sehr gerne. Also wie man auf so eine Aussage kommen kann, ist mir ein Rätsel, weil da muss jetzt erst einmal geklärt werden, was ist das inhaltliche Programm. Und wissen Sie, Herr Dorner, Sie haben recht, ich bin lang genug dabei, kenne die Partei von außen, ja, von innen. Ein Problem hat die SPÖ immer gehabt, nämlich ein Glaubwürdigkeitsproblem. Wenn ich 20 Jahre lang Vermögensteuer diskutiere und dann bei jeder Koalitionsverhandlung beim ersten Nein der ÖVP sagt, na gut, dann nicht. Wie soll dann ein Mensch einer Forderung der SPÖ noch Glauben schenken? Und das ist ja mein der Problem. Der Kompromiss ist die beste Erfindung der Menschheit, ich gebe Ihnen schon recht. Ja, jetzt immer können wir uns gegenseitig Kalendersprüche immer um die dieses Ohren Glorifizieren hauen, dieser Urforderungen. Das wird heißt, entschuldigen Sie, Herr Dorner, da geht es nicht um Glorifizieren von Urforderungen. Wissen Sie, worum es geht? Sie sagen selber, die Aufgabe der Sozialdemokratie ist es, das gute Leben für alle sicherzustellen. So, wenn ich davon überzeugt bin, dass etwas richtig ist, ich sage Ihnen ein Beispiel. Ich bin der festen Überzeugung, dass alle Parteien den Klimaschutz ganz vorhin hinstellen müssen, weil wir keinen Planeten mehr haben, auf dem wir leben können. Wenn in der Steiermark und in Kärnten in 30 Jahren kein Ackerbau möglich ist, dann brauchen wir über alle anderen Fragen nicht mehr diskutieren, wer was wird. So. Und da kommt zu wenig, viel zu wenig kommt da. Dann kommt in der Verteilungsgerechtigkeit gar nichts. Unsere lokale Wirtschaft ist im Wettbewerb mit internationalen Konzernen völlig verloren, weil die ziehen die Kaufkraft aus Österreich ab, zahlen ihre Steuern nicht hier, sondern in Amerika und auch sehr und wenig. Das ist ein Riesenproblem. Die SPÖ hat keine, und das eins im Übrigen mit allen Parteien im Nationalrat,
keine Strategie vorgelegt, wie man Wohnen nachhaltig leistbar macht. Wir geben jetzt 50% aus vom Einkommen. Das sagt immerhin selbst wenn man die ja, aber das sind 10%, das ist mit der Inflation und wieder mit der Indexierung weg. Wenn das dein Anspruch ist, du brauchst ja nicht die Politik der Sozialdemokratie. Die roten Linien, fehlen mir. Mir fehlt eine klare Ansage, wieso fordert man nicht zum Beispiel für Leute ab 10 Millionen Vermögen eine einmalige 10%ige Klimaschutzabgabe, mit der man den öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel auch in Tirol mitfinanziert. Wo sind die mutigen Projekte und Visionen der SPÖ? Die SPÖ ist eine Verwaltungspartei geworden und keine Gestaltungspartei. Das ist das Problem. Das war bei ihren Vorgängern in Tirol übrigens auch so, weil da war sie nichts, was die jemals hinterlassen hätten als klare rote Handschrift. Und um die wird es gehen. Wenn sie wieder nach oben wollen, ich sage Ihnen zum Abschluss, wenn sie wirklich glauben, dass mit Sebastian Kurz in einer Regierung geht, ja, dann müssen wir das Aufgebot bestellen. Schlusswort, Dornau. Ja, zum leistbaren Wohnen, weil das ist das letzte Thema und wahrscheinlich auch eines der brennendsten Themen ist, nicht nur in Tirol, sondern in ganz Österreich mittlerweile. Ja, es ist nicht mehr leistbar, aber eine Partei hat es gerade in Tirol seit Jahrzehnten verhindert, diesen leistbaren Wohnraum letztendlich zu schaffen. Und diese ist die österreichische Volkspartei. Es ist aber das ist in Salzburg geboten. Salzburg war es genauso. Es ist in Graz, es ist in Wien. Und wissen Sie, woran es liegt, der Dornau? Jetzt ist der Dornau am Wort und hat das Schlusswort. Bitte, Dornau. Weil wir es den Spekulanten überlassen haben. Aber ja, ich bin der festen Überzeugung, dass wenn die Sozialdemokratie in die Regierung käme und wenn die ÖVP sich auch irgendwann bewegen muss, weil der AAB-Flügel wird auch nicht ewig ruhig sein und stillhalten, dann glaube ich schon, dass wir da was Gemeinsames, Vernünftiges schnüren können. Und sagen Sie mal zum Schluss noch einmal, weil das ja wirklich Ihre geile Ansage in diesem Wahlfinish ist, warum soll die SPÖ in einer Koalition mit Sebastian Kurz? Auf den Sebastian Kurz stehe ich jetzt nicht so, aber ich glaube, dass eine große Koalition, eine Neuauflage dem Land gut tun würde nach den letzten 17 Monaten. Und so schlecht ist das Land vor 17 Monaten nicht dagestanden. Ich erinnere an 2008, wo Werner Faymann, der verstorbene Rudi Hunsdorf, es tut mir sehr leid, diese Republik sehr gut, auch gemeinsam noch mit einem Spindelecker Mitterlehner durch diese sehr harte Zeit geführt hat. Und ich glaube, dass wir jetzt ähnlich herausfordernde Zeiten möglicherweise auf uns zukommen. Und deswegen glaube ich, dass eine große Koalition Sinn machen würde. Sie sagen, bevor man, wenn man Türkis-Blau verhindern wollen, was für Sie ein Horror ist, wenn man Schwarz-Grün verhindern wollen, was für Sie als Tiroler nämlich auch ein Horror ist. Ja, jetzt muss ich den Österreichern sagen, ja? Schwarz-Grün ist ein tatsächliches Horrorszenario, weil da geht genau gar nichts mehr weiter. Ja, dann braucht es Türkis-Rot oder Schwarz-Rot, damit die Pamela Rendi-Wagner und sie regieren können. Ja, um mich geht es da überhaupt nicht. Die Pamela Rendi-Wagner wird selbstverständlich dieses Ressort dann übernehmen oder wie immer, aber das ist ja völlig irrelevant zum heutigen Zeitpunkt. Geht es darum, dass wir diese Republik in einer vernünftigen Zeit haben. Aber rote Linien haben Sie keine jetzt für die Partei. Ja, was sind die roten Linien? Das interessiert mich. In einer Koalition mit Sebastian Kurz. Die rote Linie, was ist die rote? Nein, Entschuldigung, ja, du kannst deine Späße machen, Wolfgang, das schätze ich sehr. Aber was ist tatsächlich die inhaltliche rote Linie für Sebastian Kurz? Was muss der Ihnen geben? Ist es der 12-Stunden-Tag? Ist es die Rücknahme bei der Mindestsicherung? Ist es eine Vermögensteuer? Das Sozialhilfegesetz neu, das muss zurückgenommen werden. 1:1 und das sind wir vielen Menschen in diesem Land schuldig. Jedes fünfte Kind ist armutsgefährdet. Und wenn man da bei der Mindestsicherung, und das war wirklich eine sozialdemokratische Errungenschaft im 2009er Jahr, wenn man genau das rückgängig macht und mit an Höchstmaß wieder staffelt, dann kann das. Was ist mit der kalten Progression? Was ist mit dem UNO-Migrationspakt zum Beispiel, wo wir uns international unter Kurz und Strache blamiert haben? Ja, aber die rote Linien hätten wir gern. Wissen Sie, Dornau, das Problem ist, es glaubt der SPÖ keiner, was du musst. Rote, du heißt nicht Dornauer, auch wenn du das glaubst. Ich habe den Herrn Dornauer gefragt, was die roten Linien sind. Eine rote Linie habe ich Ihnen das gesagt. Eine, ja, aber das ist nicht viel eigentlich. Eine rote Linie. Ich bin genauso für eine neue, moderne Arbeitswelt, wo wir 35-Stunden-Woche implementieren. Ich bin für den Rechtsanspruch einfach eine 4-Tage-Woche und ich glaube, da bewegt sich schon etwas. Koalitionsbedingungen, das ist der Punkt. Die SPÖ wird keine Glaubwürdigkeit haben. Ich werde keine Koalitionsbedingungen vorgeben. Wenn Sebastian Kurz sagt, mit ihm gibt es keine Vermögens- und Erbschaftssteuer. Nein, aber entschuldigen Sie, Herr Dornau, das wissen Sie. Sie sagen es selber, gerade vorher, ich brauche nur Sie zu zitieren. Sie sagen, es gibt eine Partei in Tirol, die bei den Wohnkosten Ihrer Meinung nach eine Blockadehaltung hat. Richtig. Und das stimmt auch die mit den ganzen Genossenschaften. Die FPÖ kein Partner bei leistbarem Wohnen. Die ÖVP sind beide sozusagen Partner des Großkapitals. Das ist in Ordnung. Nur eins verstehe ich nicht. Wenn der Kurz sagt, mit ihm gibt es keine Erbschaftssteuer, keine Vermögenssteuer, mit ihm gibt es keine Zurücknahme etc., das sind rote Linien. Und die SPÖ, die diese Regierung abgewählt hat, ist nicht in der Lage zu sagen, wenn wir in eine Regierung gehen, dann kommen diese fünf Dinge fix, sonst gehen wir nicht in eine Regierung. Und wissen Sie, was beim Bürger ankommt? Die mochtgeile SPÖ. Gewesen. Ach, wo Parteiprogramme sind so. Für das... So. Das ist jetzt mit der Zeit. Schlusswort Dornau. Warum also
diese türkisrote Regierung und warum nicht wirklich brutale Koalitionsbedingungen? Ich würde sagen, wir wählen am 29. September, da werden wir schauen, wo wir umgehen. Wenn wir eine, SPÖ-Alleinregierung haben, dann bringen wir unser ganzes Programm durch. Dann haben wir wirklich eine moderne... Das ist aber kein redliches Argument, wenn man in Tirol bei 16% liegt, dass man sagt, die absolute Mehrheit im Bund, Herr Dorner, sind es meine Pässe. Darf ich ein Schlusswort sprechen? Bitte gerne, selbstverständlich. Aber nicht Politiker sprechen. Nein, ich mache nie einen Politiker sprechen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es gescheit wäre, wenn wir mitregieren täten. Ich glaube, im Gegensatz zum Herrn Fussi, dass wir sehr wohl Programme haben, ob man das als rote Linie tituliert oder als Koalitionsbedingung, ist mir egal. Und ohne Politiker spricht den Verteidigungsminister, würden es machen, wenn man ihn anbietet? Du Ihnen einen Gefallen, Ungeschauker würde es machen, selbstverständlich. Nein, wunderbar. Natürlich brauche ich weil mich. Weil Sie ja als Jäger schießen können. Gut. So, wunderbar, das war der George Dornauer, Georg Dornauer. Wieder mal ein starker Auftritt von Ihrem im Fernsehen. Fussi auch ein starker Auftritt. Das war's für heute, meine Damen und Herren. Mit dem Marcel Hirscher, dem skifahrenden Idol des Landes, haben wir begonnen. Und mit dem besten Skifahrer in der Politik hören wir auf. Georg Dorner. Das bleibt jetzt bicken, glaube ich. Aber es stimmt. Was kann der Dorner Skifahren? Das ist auf jeden Fall, das kann er mal. Ich glaube, er kann noch einiges. Er kann noch einiges mehr. Und was er politisch bewegt, werden wir in den nächsten 3 Wochen sehen. Das war's, meine Damen und Herren. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen kommt der Mann, über den die beiden jetzt so viel geredet haben. Sebastian Kurz, live ins Studio. Muss morgen. Man nicht gesehen Fellner haben. Grillt Kurz. Schaut, dass das du den Sebastian Kurz grillst, das schaue ich mir wirklich an. Ja. Ey, mal sagen, ganz sicher. Gute Nacht, gute Nacht. Ja, gute Nacht, Österreich.